In diesem Jahr wird nicht ein Preis vergeben, sondern die Shortlist wird gleichermaßen ausgezeichnet. Es gibt die sehr charmante und ich glaube auch irgendwie nicht nur pragmatische, sondern schöne Geste, die Preissumme ein wenig zu erhöhen, aber vor allem dann vollkommen gleich zu verteilen auf Autoren, Autorinnen und Übersetzer, Übersetzerinnen. Auch als Akt eines eher solidarischen Zugangs dachten wir, wir wollen diese Vielstimmigkeit. Unser Ziel war es, die Literatur im weitesten Sinn zu unterstützen, ökonomisch wie moralisch. Andererseits wollten wir auch gegenüber den Verlagen ein Signal senden und sagen, wir sehen eure Bemühungen, was auch die vermeintlich kleineren Sprachen anbelangt. Mir macht diese Idee großen Spaß, dass wir in die Breite gegangen sind mit dem Preis in so einem Krisenjahr wie jetzt. Und die Idee, dann die Ränder gleichzeitig breit auszuzeichnen, finde ich politisch sehr richtig. Das sorgt dafür, dass man die Chance hat und auch die Aufgabe, eine andere Shortlist zusammenzustellen, die eben eher ist vielleicht wie ein Mixtape. Wir haben 6 Titel ausgezeichnet, die uns als allererstes natürlich literarisch überzeugt haben. Jeder auf seine eigene Art. Ich finde, die diesjährige Shortlist zeichnet sich durch eine unglaubliche Vielfalt aus. Also es ist eine sehr komplexe, sehr diverse, auch queere Shortlist und es sind unterschiedliche experimentelle und traditionellere Formen. Es sind unterschiedliche Erzählhaltungen und das macht als Strauß unglaublich Freude, nochmal anzuschauen auch. Es ist die Tatsache, dass man neue Stimmen hört und man lernt über Form und das ist großartig. Diese 6 Titel verbindet ein jeweils eigener erzählerischer Erfindungsreichtum. Das sind alles Bücher, die sich auch durch eine thematische oder stilistische Courage auszeichnen. Dann sind es alles Bücher, die Gefühlen, die diese verschiedenen gegenwärtigen Zustände und Umstände ganz viel Sprache, ganz viel Formulierung, ganz viel Fantasie entgegensetzen und durchaus auch gewachsen sind, die brutalsten Entwicklungen der Gegenwart zu erzählen, also nicht einfach dem Schweigen, dieser Ohnmacht sozusagen zu übergeben. Und das ist aus der Perspektive der Leserin gesprochen ein ganz großes Geschenk und natürlich definitiv eine große Bereicherung.